Also, wir suchen jetzt eine Möglichkeit, wie wir diese Seuche hier loswerden. Ehrlich gesagt weiß ich noch gar nicht, wie wir das machen am besten. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir hier zu den drei Weisen müssen. Und mit denen einfach nochmal quatschen sollten. Weil eventuell die uns helfen können. Was? Gestern wollte ich was schreiben. Mach dir keinen Stress, denk an dein Herz. Mach ich sowieso. Für alle die, die es nicht wissen, ich hatte mal eine Herz-OP gehabt. Vor vielen, vielen Jahren. Und deswegen denke ich da sowieso dran. Also, alles gut. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. So, zuhören. Ich hatte zuvor gehört, dass die heilige Kraft von Königin Himiko unglaublich sein soll. Sicher ist das hier nicht ihr Werk. Meine Reise darf so nicht enden. Ich werde nicht zulassen, dass es mich fertig macht. Okay, gut, also mit denen kann ich eh nicht weiter quatschen. Aber ich glaube, die Tür hier ist jetzt offen. Die war vorher, meine ich, zu. Deswegen gehe ich hier mal rein. Und dann schauen wir einfach mal. Skippen. So, okay, komme ich hier weiter? Ach ja, stimmt. Hier oben war ja der Typ gewesen, der gesagt hätte, hier, lass mir mal das Wasser rein, dann lass hier die Brücke runter. Stimmt, 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 stimmt. Ich kann mich jetzt wieder dran erinnern. Genau. Hier ist er. Schönen guten Tag, werter Herr. Endlich, jetzt ist es bald soweit. Benkei, der fischende Mönch, erhebt Anspruch auf sein tausendstes Schwert. Was? Sein tausendstes Schwert? Warum um tausend Schwerter? Warum das denn? Wandernder Kriegermönch Benkei. Ich bin viel und weit gereist, um Meister des Schwertes herauszufordern, so rum. Und 999 Schwerter habe ich mir mit eigener Hand geholt. Aber jetzt, da ich alle besiegt habe, wer würde es wagen, sich mir zu stellen? Dieses letzte Schwert entzog sich mir. Ich brauche nur noch eins, um die 1000 zu erreichen. Und deshalb wanderte ich ziellos umher, bis mich eine Legende in die Stadt Sei anlockte. Es wird gesagt, dass ein lebendes Schwert in den Tiefen der Bewa-See verborgen ist. Mhm, gut. Hast du von den Legenden über den Bewa-See gehört? Auch ich konnte es kaum glauben, als ich das zum ersten Mal hörte. Aber man sagt, dass ein lebendes Schwert in diesem Wasser sein soll. Wenn das wahr ist, dann würde es sich gut als mein tausendstes Schwert machen. Diese Brücke ist so ein neumodischer Schnickschnack. Mit einem Befehl kann ich sie passierbar machen und mit einem anderen unpassierbar. Wie man sieht, ist es ein guter Platz zum Fischen. Ich bedauere, dass ich den Zugang zur Stadt blockiert habe, aber ich fürchte, die Brücke muss so bleiben, während ich das lebende Schwert fange. Das ist natürlich leichter gesagt als getan. Ja, aber ich glaube, wir können ihm aber helfen bei seinem komischen Schwert. Das ist kein einfacher Angelausflug für mich, so rum. Das ist ein echter Kampf mit dem lebenden Schwert. Deshalb muss ich mich mit der richtigen Waffe ausrüsten. Diese Angelroute drüben beim Sachenhändler in der Stadt wäre perfekt. Oh, du solltest sie sehen. Sie ist vom reinsten Weiß wie frisch gefallener Schnee. Ohne diese Angelroute besteht keine Aussicht auf Erfolg. Ach weh, es scheint, als könnte ich sie mir nicht leisten. Ach, was soll ich nur tun? Das ist blendender Schnee, die Angelrute vom Sachenhändler. Mit dieser hervorragenden Angelrute habe ich zumindest eine Chance gegen das lebende Schwert. Und jetzt sei ein gutes Hündchen und gib sie mir. Blendender Schnee hergeben? Ja, na klar, hier, nimm. Was für ein glücklicher Tag. Oh, ich habe noch nie zuvor geangelt, aber es sollte sich nicht zu sehr von einem guten Schwertkampf unterscheiden. Und jetzt los, das tausendste Schwert fangen. Ich werde mich einem tödlichen Zweikampf mit dem schwer zu fangenden lebenden Schwert stellen. Okay. Ja gut. Dann, mach mal. Muss ich ihm irgendwie helfen? Hä? Ich angle jetzt mit dieser Angelrute schon eine ganze Zeit, aber das lebende Schwert hat noch nicht angebissen. Aber, wie sagt man so schön, Eile mit Weile. Ich werde hier so lange sitzen bleiben, wie es halt dauert. Emmy, der Kapuzenkopf wird uns niemals rüberlassen, wenn das so weitergeht. Zeit für ein bisschen deiner Angelmagie. Zeit für ein bisschen deiner Angelmagie von dir. Hä? Was für ein komischer Satz. Zeig ihm, wie du das machst. Angel das lebende Schwert aus dem See.
helfen, lebendes Schwert zu fangen. Na claro. Pah, dieser Kapuzenkopf ist ganz schön anstrengend. Ich frage mich, ob es so etwas wie ein lebendes Schwert überhaupt gibt. Na gut, dann angeln wir mal ein lebendes Schwert. Ich bin sehr gespannt, wie sich das auswirken wird, beziehungsweise wie schwertig das sein wird. Und dann schauen wir mal. Okay, die Grundlagen hast du verstanden, oder? Male einfach einen Strich von der Angelrute aus zum Fisch. Ich weiß zwar nicht so genau, wonach wir hier fischen, aber lass es nicht entkommen. Vom Fisch? Warte mal. Von so einem Fisch hier? Nee, das war falsch. Nochmal. Das geht nicht. Achso, von der Angelrute zum Fisch. So rum. Ich glaube, da hängt irgendwas am Haken. Hol ihn dir, Kapuzenkopf. Zieh, zieh, lass ihn nicht entkommen. Ach so, ja, Moment. Ich muss das mal wieder rauskriegen, wie man angelt. Hei, 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 hei. Ups. So, wir haben einen Fisch gefangen. Der ist nicht gerade klein, aber er heißt Stint. Wir haben einen Stint gefangen. Ich weiß nicht, was ein Stint ist. Ich habe noch nie was von einem Stint gehört. Hä? So, okay, wir probieren es nochmal. Das hat irgendwie nicht so gut geklappt. Diesmal wird er mir nicht entkommen. Hol ihn dir, Kapuzenkopf. Zieh, zieh. Hurra, hurra. Hä? Wieso habe ich den nicht gekriegt? Was war denn das für ein Scheiß? Das hat irgendwie nicht geklappt. Mano. Komm her. Wow, wow, wow. So, her mit dem Fisch. So, wir haben nochmal einen Fischi. Ein Killifisch, was auch immer ein Killifisch ist. Klingt auf jeden Fall süß. Oh, guck mal, hier ist ein fetter Fisch. Ein richtig fetter Fisch. Diesmal wird er mir nicht entkommen. Hol ihn dir, Kapuzenkopf. Zieh, zieh. Woo, woo, woo. Hat der Fisch etwa das lebende Schwert gefressen, oder was? Kann ja sein, ne? Na komm. Oh, das ist auch wieder ein großer Fisch. Hä? Wieso hat das wieder nicht geklappt? Och, Manno. Manchmal will ich es nicht. Komm schon. Vielleicht ist es ein Schwertfisch, was ich angeln muss. Das wäre ja lustig. Würde ja passen, ne? So, komm her, du. Ach so. Das hat jetzt zwar geklappt, aber er war da nicht sonderlich beeindruckt davon, dass wir ihn gerade ein wenig angepükst haben. Komm. Halt, falsche Taste. Nein, das... Mach auf, Fellknäuel. Hast du den Fisch nicht gesehen? Du musst ein bisschen helfen. Ja, ich weiß, ich habe die falsche Taste gedrückt, beziehungsweise ich habe die falsche Tastenkombination gemalt. So, her mit dem. Mann, ey, ich weiß, wie das Angeln funktioniert mittlerweile. Möchte man meinen. Au, 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 au. Au. Au, au. Na komm schon, gib her. So. Ach, ist schon wieder nicht geklappt. Mann, ich krieg das Viech noch. Das kann sich nur um Stunden handeln, aber wir kriegen den noch. Komm schon. Au, 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 au. Gib her. So, jetzt haben wir ihn. Degenfisch, das lebende Schwert, gefangen. Ich sagte, das ist ein Schwertfisch. Degenfisch ist ein Quatsch. Den Göttern sei Dank. Endlich, endlich habe ich mir meinen Traum erfüllt. Toll. Er hat sich einen Fisch gefangen. Oh Gott. Ja, super. Naja, gut. Hä?
So, das ist also das lebende Schwert. Das also ist es, wo ich die ganze Zeit hinterher war? Ach, nimm's nicht so schwer. Ich meine, es war schon ein großer Degenfisch. Und ein Degen ist so eine Art Schwert, nicht wahr? Und außerdem, wie hoch ist wohl die Wahrscheinlichkeit, einen Meeresfisch in einem See zu fangen? Hör auf, mich zu trösten zu wollen. Aber nun genug damit. Ein Mensch steht immer zu seinem Wort. Ich werde dir die Trickbrücke wieder passierbar machen. Trickbrücke? Ja, Trickbrücke. Okay, er setzt sich einfach auf den Arsch und die Brücke geht hoch. Was? Was ist das für ein Typ? So, hallo? Ich bin zu der Einsicht gelangt, wie töricht meine Besessenheit von Schwertern ist. Aber angeln, das ist ein wirklich erstrebenswertes Ziel. Ja gut, dann angeln halt weiter. Wir dürfen jetzt endlich über die Brücke drüber und hier unten warten schon die nächsten Gestalten. Oh, hier ist ein böser Wirbelsturm oder sowas. Wow, stopp, Emmy. Ich dachte, der Nebel käme aus dem See oder aus den Bergen. Also, was ist das für ein Zeug, das dort vom kaiserlichen Palast aufsteigt? Lass uns weitergehen, Fellknäuel. Okay, mein Freund ist auch schon wieder hier. Wie hieß er? Wenka? Ich habe keine Ahnung, irgendwie sowas in der Richtung. Er steht auf jeden Fall da vorne. Und, ja. Naja. Dann gehen wir mal zu ihm. Mal gucken, was er zu sagen hat. Na du Affe? Wacker hieß er, genau. Sieh an, wer kommt denn da? Warum hat das so lange gedauert, my friends? Ach, nicht du schon wieder. Nun, du kannst uns nicht reinlegen. Wir werden nicht vergessen, was du mit uns in Aurorys Höhle gemacht hast. Und warum tauchst du überhaupt immer dort auf, wo wir sind? Was willst du diesmal? Excuse me, aber ich habe keine Zeit, euch zu folgen. Weißt du, ich bin damit beschäftigt, etwas zu suchen. Pah, du bist mir ja ein Prophet. Solltest du nicht wissen, wo du suchen solltest? Nun, vielleicht ist suchen nicht das richtige Wort. Ich weiß bereits, wo es ist. Es ist nur, dorthin zu kommen, erweist sich als ein bisschen schwierig. Unnötig zu erwähnen, dass ich es schnell und ohne Probleme möchte. Schnell und ohne Probleme. So. Warte einen Moment. Sag mir nicht, dass du es bist, der hinter diesem abgefahrenen Nebel steckt. Ist das Teil deines Plans, die Stadt zu übernehmen und die Welt zu erobern? Du führst immer nichts Gutes im Schilde, deshalb würde es mich nicht überraschen. Die Welt? Well, gar nicht so schlecht, mein kleiner hüpfender Freund. Du liegst gar nicht mal so falsch. Ich suche die Underworld. Ich suche den Pfad in den Himmel. Einen Pfad in den Himmel? Oh, jetzt hör schon auf den Busch zu klopfen. Sag uns, was in deinem Kopf vorgeht. Naja, dieser Pfad betrifft euch auch, my friends. Hä? Diese Stadt ist in einem ganz schön schlechten Zustand, oder? Insbesondere dieser garstige Nebel, der die Menschen quält. Glaubst du, wir sind blöd? Wir haben dich durchschaut, mein Hübscher. Ha, wir haben dich voll und ganz durchschaut. Dieser abgefahrene Nebel, dein sogenannter Pfad in den Himmel. Du steckst mit Königin Himiko unter einer Decke. Well, selbst eine Reise von 1000 Meilen beginnt mit einem einzelnen Schritt. Also musst du Schritt für Schritt machen. Als erstes musst du dich um den Nebel kümmern. Er wird langsam, aber sicher die Bewohner dieser Stadt umbringen. Wenn du zu lange wartest, dann heißt es Bye-Bye. Der Schaden wird dann bereits angerichtet sein. Warum du? Du sprichst, als würde dich das alles nichts angehen. Du steckst doch hinter all dem. Gib es endlich zu! Sogar wenn ich das täte, was hilft es, hier darüber zu diskutieren? Ich denke, du solltest jetzt etwas wegen dem Nebel unternehmen. Wie wäre es diesmal mit einem Hinweis anstelle einer Prophezeiung? Geht durch das Loch in der Wand, ihr Kleinen. Lass mich so ausdrücken. Sogar die beste Verteidigung hat ein winziges Loch.
von der Größe eines Nadelöhrs. Oder irgendwie sowas. Verstanden, Darling? Dieser giftige Nebel ist ganz schön gefährlich. Wenn du zu lange wartest, dann heißt es Bye-bye zum Geweih. Der Schaden wird dann... Also, okay, hat mir ja schon... Ja, geh durch dann, klar. Ich geh durchs Loch. Ja, no, mach ich. So, geh weg. Ich will nicht mehr mit dir reden. Oh, so, okay. Also, wir müssen ein kleines Loch suchen und müssen es wahrscheinlich größer machen. Ich habe keine Ahnung, was genau das bedeuten mag, aber wir reden vorher nochmal, bevor wir das Loch suchen. So, reden wir erstmal mit den Typen hier. Hallo? Ich frage mich, wie lange es wohl noch dauert, bis ich an der Reihe bin. Diese fürchterlich erstickende Nebel macht mich noch wahnsinnig. Ich bin froh, wenn ich überhaupt irgendeine Arbeit schaffe in der letzten Zeit. Ich komme mindestens einmal am Tag hierher, um Rao zu sehen, damit ich nicht verrückt werde. Ja, okay. Haben nur einen Satz. So. Rao steht dem Ankoku-Tempel vor. Lange, so lange wie... Ne, nochmal. Rao steht dem Ankoku-Tempel vor, so lange wie ich mich erinnern kann. Sie ist so gesegnet. Sie sieht immer so schön und jung aus. Wenn ich das doch nur von mir sagen könnte. Oh ja, du, Mensch. So, er hier. Rao steht dem Ankoku-Tempel außerhalb der Stadt vor. Aber sie ist den ganzen weiten Weg gekommen, um uns zu helfen. Sie macht sich immer die Mühe, zu kommen, wenn wir sie brauchen. Und sie ist auch noch außergewöhnlich schön. Ich fühle mich immer gleich viel besser, wenn ich sie erblicke. Hallo. Ich bin heute gekommen, um Raos Predigt zu hören. Meinem alten Rücken geht es schrecklich, seitdem dieser seltsame Nebel gekommen ist. Aber Raos Predigten machen, dass ich mich sofort besser fühle. Ja, super. Die Rao muss ja eine wunderbare, göttliche Erscheinung sein. Ansonsten würde sie ja nicht alle so verzaubern, offensichtlich. Ha, sogar Hunde kommen, um Frau Rao sprechen zu können. Sieh dir an, was für eine Menschenmenge sie anzieht. Sie alle warten hier, um ihre trostspendenden Worte zu hören. Natürlich haben einige nicht so reine Wünsche. Denn du musst wissen, sie ist außergewöhnlich schön. Wenn ich hier nicht Wache schieben müsste, dann könnte ich sie auch treffen. Okay. Das ist die Audienzhalle, in der die Regentin Rao ihre Predigten hält. Sie erteilt den Leuten Ratschläge, wenn sie Führung benötigen. Keine Sorge, Clever. Frau Rao diskriminiert niemanden. Du wirst auch rankommen, wenn du dich am Ende der Schlange anstellst und wartest. Nö. Ich geh einfach rein. Warum denn nicht?